Alltagsgegenstände in der Selbstverteidigung. Heute mit dem Thema Flaschen und ich bin zu Besuch bei Dom. Guck mal, Dom, was ist da drüben? Hm? Fresh, Jochen von Krasmagar, schön, dass ihr dabei seid. Wir sind bei Dominik zu Besuch in Köln, Self-Defense Box Köln. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Geiles Treffen, düsterer Anlass. Wir haben das Thema Alltagsgegenstände als Waffen, dabei der Einsatz von Flaschen. Ja, ist ein hartes Kapitel. Wir reden darüber, wie man das verwenden kann, um sich zu verteidigen und wie man sich schützen kann damit. Und gleichzeitig aber auch, was passiert, wenn Dominik wieder ausrastet und mir einen damit überziehen möchte. Was mache ich dann? Viel Spaß dabei. Bam. Das Wichtigste dieser Angelegenheit ist erst einmal zu realisieren, dass eine Waffe im Spiel ist. Deswegen ist das Thema Distanz und Awareness super wichtig. Das Problem bei Messerangriffen ist, dass sie deswegen so häufig vorkommen, weil ein Messer im Verhältnis zu anderen Waffen so gut verfügbar ist. Ganz zu schweigen von Bierflaschen auf einer Party. Beziehungsweise, wenn ich in Köln zu Besuch bin, hat Dominik quasi immer eine Bierflasche in der Hand. Und ne, er hält sie gerade ganz entspannt, wir reden. Das heißt, jetzt zu realisieren, okay, da ist was im Spiel, was auch total hardcore als Waffe eingesetzt werden kann, ist total wichtig. Weil wenn Dominik jetzt wieder sauer wird, was ja im Grunde immer nur eine Frage der Zeit ist, und er, guck mal, das umgreift, ja, und er verlagert sein Gewicht vielleicht nach hinten, er wird einsilbiger, guckt sich um, da ist es schon höchste Eisenbahn, jetzt wirklich was zu tun, und zwar entweder reinzugehen oder rauszugehen, aber nicht länger hier in dieser Distanz zu verweilen und zu sülzen. Ja, wir haben richtig geile Trainingstools, die zeigt euch gleich Dominik nochmal, die kommen nämlich von hier, die finde ich richtig cool, damit könnt ihr gut arbeiten. Denn das Besondere an einer Bierflasche ist zum einen, ihr habt einen stumpfen Gegenstand, mit dem ihr zuknüppeln könnt, ja, da hat er schon Bock drauf, kriege ich auf den Kopf. Und das andere ist, wir haben gleichzeitig Varianten, die ihr als Stichwaffen nutzen könnt. Und das ist ja sehr realistisch, ne? Wenn ich die Bierflasche hier weghaue und sage, okay, weißt du was, jetzt geht's ab hier, habe ich eine Stichwaffe. Und Stich ist was anderes als ein Schlag. So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall uns auf verschiedene Techniken jetzt mal fokussieren. Wie werde ich damit fertig? Runter reduziert, weil es Krav Maga ist. Und zum anderen ist klar, zu erkennen, der Typ hat eine Waffe, aber auch gleichzeitig zu erkennen, ich selber habe ebenfalls eine gute Möglichkeit, mich zu verteidigen. Das wollen wir ein bisschen durchgehen. Das heißt, wir machen nicht nur Technik, sondern wir wollen vor allen Dingen auch ein bisschen sensibilisieren dafür, dass da gefährliche Waffen im Spiel sein können. Das Wichtigste in der Selbstverteidigung ist ja nicht nur Distanzmanagement, sondern auch das vernünftige Einschätzen einer Lage. Ja, Dominik guckt mich vielleicht ganz freundlich an, aber wenn wir wirklich wissen, was in ihm schlummert, können wir nochmal ganz anders arbeiten. Und wir wissen nicht, was der Typ, der euch gerade gegenübersteht, für einen Rekord hat, was der in seiner Vergangenheit schon gemacht hat und wie der gerade drauf ist. Ja, vielleicht fängt er hier an und ihr denkt, er ist noch hier. Wir sind jetzt auf einer Distanz, in der wir ins Gespräch kommen. Ne? Ich will was bestellen und Dominik sagte, was bist du, du Idiot, du kommst mir so nah, nervt mich irgendwie. So. Jetzt zu erkennen, okay, hier passiert was Ernstes und nicht, naja, was hast du dich denn so? Ja, also nicht sozusagen einfach nur verbal in diesem Thema bleiben, sondern zu erkennen, das könnte auch eine eskalierende Situation werden, ist total entscheidend, halt nicht nur wegen der Waffe, aber gerade auch. Wenn wir jetzt uns vorstellen, damit legt er los, ja, und knallt mir einen Kopf. Boing! Also klar, ja, ich mache meinen Helm und bam, arbeite. Aber viel besser ist es doch, frühzeitig zu erkennen, weißt du was, tut mir leid, ich stelle mich da drüben hin, da kriege ich auch mein Bier. Also wir wollen die Situation diffusen, bevor sie überhaupt eskaliert. Und aus der Distanz, ja, ihr könnt ja im Ring eure Techniken üben, aber der zieht die Bierflasche nicht und sagt, und jetzt kämpfen wir, sondern es wird ein Hinterhalt. Und wir lassen uns nicht verarschen, sondern wir achten darauf, okay, das Ding ist gefährlich, der Typ ist eventuell gefährlich, wir wissen es nicht genau, Abstand ist das Coole und das Einschätzen der Situation. Also gucken wir uns das mal genauer an. Ich meine, wenn wir jetzt hier in einem Disput sind, der Bösewicht ist in der Bar, ich will sowieso hier nicht bleiben und er würde mich möglicherweise auch so umhauen, ne, mit einer ordentlichen Kelle, Dominik kann was, so, das ist einfach scheiße, ich will das ja gar nicht. Ich würde jetzt mich sowieso aus der Situation lösen. Aber gucken wir mal auf die Signale, an denen ihr erkennt, dass er das, was er in der Hand hat, auch als Waffe einsetzen wird. Ne, was sind so die Klassiker? Magst du einfach ein paar machen, demonstrieren so? Ja. Genau. Ja, er greift um. Mal gesehen? So, damit, wenn ich mit der Bierflasche hauen möchte, naja, würde er noch nicht so hauen. Er greift um. Ja, er bringt das auch ein bisschen nach hinten. Ich weiß nicht, ob das jetzt deutlich wird. Der rechte Fuß geht nach hinten. Na, seht ihr das? Die Flasche ist plötzlich nicht mehr so gut zu erkennen. Und was bei Dominik fast nicht vorstellbar ist, er wird einsilbig. Er hört auf zu sülzen. Ja? Weil er überlegt schon, wie er das jetzt macht. Vielleicht guckt er sich auch noch einmal um, fasst sich ins Gesicht, na, und ist einfach ready. Gewichtsverlagerung auf die Hand, holt aus. Und bam, und das zu erkennen und frühzeitig zu antizipieren, ist schon viel entscheidender als die Techniken. So, jetzt können wir natürlich darüber reden, okay, machen wir 360 Grad, machen wir Cover Crash, Counter, also den Helm oder den Speer. Jo, es gibt ja geile Techniken dagegen.
Das Wichtigste ist erstmal, jetzt frühzeitig zu reagieren. Und das kann aussehen mit, ich pieke ihm in die Augen, ich trete ihm unten rein und verschwinde. Ja, so schnell ich kann. Weil, ja, ich weiß nicht, wie schnell er ist, aber stark ist er und er hat eine Waffe in der Hand. Das heißt, ich muss das Thema mega ernst nehmen. Gucken wir uns gleich einfach mal die klassischen Techniken an, wie ihr euch schützt. Und wichtig ist auch immer bei der Distanz, sei mal so lieb und halt das mal an meinen Kopf. Genau, und boing, das ist sozusagen die schlimmste anzunehmende Distanz. Hier wäre cooler, ja, das war ausgesteckt, genau. Hier wäre cooler und das hier würde ich auch noch ertragen. Ne? Das, ja, also da müssen wir mal gucken. Ist nichts Persönliches. Na, alles gut. Bam. Ja, also von hier kann ich arbeiten, weiter weg kann ich arbeiten. Das Problem ist aber auch, wir gucken uns einerseits mal an, stumpfe Waffe und andererseits, und das ist ja jetzt das Türkische daran, wir haben auch irgendwo die abgeschnittene Variante, ja, mit einer scharfen Kante. Und das geht schneller, als ihr denkt, dass da unten der Deckel ab ist. Und dann wird das gemeingefährlich und er macht damit noch viel schlimmere Sachen. Und darauf wollen wir euch auch vorbereiten. Okay, wie sieht die Verteidigung aus? Wir haben ja zwei Varianten, die verhältnismäßig klassisch in unseren Augen sind. Die 360 Grad oder Outside Defense, ne, wäre so aussehen. Ich schlag zu, bam, und Dominik hat mich hier. So, wie sieht das jetzt aus? Boom, er trappt mich, jagt mir das Knie unten rein. Mein Arm ist im Prinzip, der ist, na, zack. Hier ist hier drunter, er hat mich fest, wumm. Wollen wir das mal ganz kurz, bleibt mir so? Genau. Und jetzt kommt das Knie. Wumm. Okay, danke. Zeig doch mal ganz kurz in die Kamera die 360 Grad, also die Outside. Also ne, mit dem einen Arm blockt er mich, mit dem anderen geht er sozusagen rein. Zeig mal nach vorne, genau. So. Bam. Genau. Im Grunde greife ich mit dem Unterarm den Hals an, ja. Mit dem anderen Unterarm den Unterarm des waffenführenden Arms. Ist wie, genau, das Speerthema auch, ne? Das ist immer hier, ja. Ist immer richtig scheiße. Ne? Wir machen den ja, oh, boom, und er ist drin, dann trappt er mich, boom. Okay, solide Technik finden wir auch cool. Was wir aber lieber mögen, ist eigentlich der Helm, beziehungsweise ne, dieses Reingehen. Der Cover Crash Counter. Combatives Zeug, das ist halt immer richtig geil. Er holt aus, boom. So, und jetzt, boom. Genau. Also wir sind immer dabei, wir schützen die Birne, wir trappen ihn und wir greifen ihn an. Denn Verteidigung hat immer damit auch zu tun, den Gegner zu verletzen und anzugreifen. Er will mich nicht irgendwie kontrollieren und da was erzählen so und, weiß ich nicht, ein schönes Foto machen lassen, sondern er nimmt mich, wumm, ne? Machen wir nochmal ganz kurz bei mir, von außen, boom, rein, wumm, boom, zack. Und jetzt können wir mit ihm arbeiten und machen ihn kaputt. Das sieht natürlich sehr gut aus. Uns ist völlig klar, dass es nicht so leicht ist. Stell dir vor, das Ding ist auf der Bar. Hast du vorhin auch noch mal gut angemerkt, wenn das Ding hier steht und wir es unterhalten, ist dieser Weg auf heute voll kurz. Ne? Also er hat geflincht, der Arm ging auch ein bisschen hoch, aber zu sagen, ich kann mich auf meine Technik verlassen, ist alles Bullshit. So eine Sache ist eine gefährliche Angelegenheit. Und wir kommen jetzt dazu, was passiert denn, wenn auch noch der Boden fehlt und wir eine Spitze haben. Also, wenn wir hier eine Spitze haben, ist das Ding super gefährlich. Ne? Es ist scharf. Das heißt schon, eine leichte Berührung ist total kacke. Ich kann ihn damit bedrohen, sagen, hier, oh, was ist jetzt hier? Gib mir mehr Bier. Oder aber, ich steche zu. Hier hat auch so ein Ambush typisch. Da müssen wir wirklich gucken. Und im Grunde brauchen wir eigentlich auch eine andere Verteidigung. Denn wenn er den Helm macht, macht man den Helm. Oh, und ich bin hier und komme dann mit der Waffe an ihn ran. Er hat es übrigens vorhin schön nochmal gezeigt. Er schützt auch seinen Nacken beim Helm. Ja, bei mir ist es eher so, dass ich den wirklich oben verankere, um noch mehr Wucht abzukönnen. Aber Dom hat recht, so, das ist tatsächlich ein geiler Punkt. Denn wenn ich hier mit einem scharfen Gegenstand rumschnippel, es gibt schon Gründe, warum man da nicht hinhauen darf im Kampfsport. Und wir haben einfach ein anderes Thema. Das heißt, wenn ich mit einer Stichwaffe angreife, was mache ich denn? Ne? Also, wir kennen noch die alten Bilder von Imi, ja? Dass man... Die haben ja so gemacht. Nee, stopp, warte mal. Genau. Sie machen immer so. Boah, ja, genau. Ja, was ja auch cool ist. Und irgendwo muss man ja auch anfangen zu sagen, okay, was mache ich denn? Weil das ist ja nichts, was es überall sozusagen in der Selbstverteidigung im Kampfsport gibt. Aber ich würde ja so stechen. Boom, ja? Oberhalb des Primärgeschlechtsteils irgendwo reinstechen, zack, zack, zack. Und versuchen, möglichst viel Schaden in kurzer Zeit zu machen. Und wenn er einen Arm vorne hat, ne, zack, 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 alles ist gefährlich. Ja, man muss auch, du kennst das, man muss sozusagen mit dem Herzen fern, dann sozusagen nicht die Innenseite, sondern die Außenseite. Bei Messern ist das alles viel schwieriger nochmal, scharfer Gegenstand. Also, was mache ich? Ich greife an, wollen wir das mal machen? Du bist, komm her, und jetzt kommt der Stich, boom. So, das ist voll angenehm fürs Handgelenk. So, und von hier, machen wir weiter. Wupp, hat er mich getrappt, boom. Und macht mich kaputt. Okay? Und ich
weiß nicht genau, wie ihr es haltet, aber mit dem Entwaffnen ist immer so eine Sache, am liebsten weiter zerstören in meiner Wahrnehmung. Also ich finde, Entwaffnen ist schwierig. Ja. Weil, mal angenommen, selbst wenn du es jetzt entwaffnet hättest, ja, mal angenommen, es wäre ein reguläres Messer. Ja. Jetzt ist die Polizei gerufen worden, ja. Da sind zwei Typen, da hat einer ein Messer. Und jetzt bist du derjenige und hast dem anderen das Messer abgenommen. Und jetzt kommen die Kollegen an. Ja. Woher sollen die jetzt wissen, dass du der Gute bist oder das Messer hast? Voll. Und der zweite wichtige Punkt ist, was ich halt auch sehr schwierig finde, auch ethisch, viele Leute sind noch nicht mal dazu in der Lage, jemanden in die Schnauze zu hauen, aber dieses, jetzt habe ich ein Messer, ja? Ja. Bin ich jetzt dazu bereit, den abzustechen? Ja. Weil, was soll ich machen? Ich habe dir jetzt das Messer abgenommen oder vielleicht sogar die Bierflasche, jetzt stehe ich da. Voll. Und jetzt sage ich, kein Schritt weiter, sonst steche ich dich ab. Ja, ja, und ich erkenne sofort, dass der das eigentlich gar nicht will. Oder vielleicht doch will, wenn du es so überzeugen kannst. Ja, ja, aber ja, das finde ich halt sehr, sehr schwierig. Deshalb auch das Beispiel mit, manche Menschen sind nicht mal zu einer Lage, jemanden aufs Maul zu hauen. Ja, ist mal ganz plump ausgedrückt. Ja. Aber jetzt jemanden abzustechen, das sollen sie hinkriegen. Ja, mega. Und dieses Show-Ding, so nach dem Motto, ich habe jetzt das Messer und jetzt hat der andere Angst. Nein, also wenn der andere auch nur ein bisschen Ahnung hat, ein bisschen Menschenkenntnis, dann weiß der, ob du dazu in der Lage bist, zuzustechen oder nicht. Und wenn du es androhst, und du tust es nicht, dann hast du ist es pädagogisch nicht wertvoll. Sehr gut, also auch im Hinblick auf die Erziehung des Straftäters. Aber das ist ein guter Punkt. Straftäter sind oder Gewalttäter sind sehr gut darin, auch zu lesen, ist das ein Opfer oder wehrt er sich. Ne? Wenn ich wirklich mit Inbrunst, hat deine Frau gestern eine coole Story erzählt, und wirklich sagen, wenn du das machst, pass mal auf, dann passiert das. Wenn ich das wirklich auch meine, dann kommt was an. Aber wir haben eine Folge zum Thema Bluffen und wir sagen immer zwei Regeln bei Waffen. Du musst sie in der Hand haben und du musst auch bereit sein, sie einzusetzen. Mhm. Und eine gefährliche Waffe wie ein Schnittmesser in der Hand zu haben, Schnittmesser, ein Brotmesser, und es nicht wirklich einsetzen zu wollen, ist total tödlich. Absolut. Abgesehen davon, dass die Leute auch nicht ausgebildet im Kampf sind mit Messern. Also ich persönlich könnte zum Beispiel nicht, guck mal, Messerabwehr bringt nichts, da habe ich ja nicht drauf. Ja? Ja. Normalsterblicher, ich würde das so machen wie ein Mensch. Ja? Ein Baseballschläger haue ich auch so und nicht. Absolut. Und was auch wichtig ist, man muss nicht immer direkt von einem Gewalttäter ausgehen, weil Gewalttäter in meinen Augen klingt immer so professionell. Mhm. Derjenige muss nur ein bisschen mehr Ahnung haben als du. Und wenn du jetzt im übertragenen Sinne der Blinde bist und er ist der Einäugige und hat einfach nur einen Tick mehr Erfahrung, dann spürt er einfach, voll, ob du dazu bereit bist. Ja. Und der wird euch verletzen. Also wenn ich die Aufgabe habe, ich soll blocken, ich soll entwaffnen, ich soll überleben, das sind ganz viele Aufgaben und darin werde ich möglicherweise auch deswegen verlieren, weil er nur eine Aufgabe hat, er muss mich verletzen. Das heißt, bei Defense von solchen Sachen ist es immer total wichtig, das Messer zwar ernst zu nehmen, aber den Gegner auch anzugreifen und zu verletzen. Ja klar, will ich weg, aber wenn ich nur schlage, um rauszukommen, ist das eine ganz andere Power, ein ganz anderer Weg. Das heißt, ne, wir gehen nochmal in die Technik, ich gehe von unten an, boom, richtig schön rein, genau, ich zeige das mal von hier nochmal ganz kurz. Ich bin hier, oh, da, bam, und zack. Ja, ihr seht, er geht sofort in den Angriff, er kontrolliert den Arm, er hat mich auch gut gepackt, ne? Er macht auch viel Grappling-Sachen, Wrestling-Sachen, das ist richtig wichtig. Ich kenne das auch nur so, machen wir bei mir nochmal, boom, dass wir versuchen, auch gleichzeitig die Schulter wegzuhalten. Ja, ich weiß, da gibt es ein bisschen unterschiedlich, aber kommen wir ein bisschen an. Nein, nochmal, boom. So, denn wenn ich nur hier bin, ich finde die Technik cool, ist keine Kritik. Hier habe ich auch mehr Power, um den Arm zu kontrollieren. Aber wenn er jetzt, machen wir mal so, hier ist, hat er noch mal andere Power und kann noch mehr machen. Also da gibt es immer so eine Gratwanderung, deswegen mache ich das. Ja. Also ich versuche eigentlich auch mehr den Oberarm mit der anderen Hand anzugreifen. Also, wahrscheinlich habe ich nicht fest genug gedrückt. Das heißt, wenn er kommt, bin ich quasi hier, dann bin ich hier an deiner Schulter. Ja, das stimmt. Ich bin nicht mit beiden Händen hier unten. Okay. Das hat sich vielleicht jetzt gerade nicht so angefühlt, weil wir keine Schutzausrüstung anhaben. Ich wollte nicht wehtun. Ja, ist cool. Aber der Punkt ist halt der, er kommt drauf. Und das Wichtige ist halt, ein wichtiger Teil im Krav Maga, dieses Bursting. Das heißt, ich bringe so einen Druck nach vorne, dass ich diese Aufladesituation, dass er die Waffe wieder auflädt, um wieder zuzustechen, quasi damit unterbinde, dass ich so einen Druck auf den Arm mache, dass ich das unterbinde. Und die Gefahr, die halt besteht, ist, wenn ich nur so mache und bleibe jetzt stehen, dann, ich zeige es mal von der anderen Seite, dann siehst du direkt, guck mal hier, er kann den Arm wieder zurückziehen, er kann weiterarbeiten. Aber wenn ich jetzt hier reingehe, dann habe ich den Arm in einem guten Two-on-One. Ja. Wird natürlich noch versuchen, den Kopf ein bisschen zu sichern. Ja. Aber hat sich solide angefühlt gerade für mich. Dieses Bam, rein, zack, Knie, genau. Und dann wird gearbeitet. Er ist richtig enger Körperkontakt. Also er geht in den Mann rein und er will mich auch verletzen. Ne? Also dieser Drive, er will mich kontrollieren, das ist mega wichtig. Ich greife den Arm an. Ja. Oberst, also meine Regel, so wie ich es auch ganz oft gelernt habe, ich greife den waffenführenden Arm an und versuche, den unter Kontrolle zu bringen und dann wird der Rest vom Arm bearbeitet. Ja,
Der Rest vom Arm ist ganz gut. Es ist vor allen Dingen so, wenn dann jemand sagt, da könnte er mit der linken Hand doch schlagen. So, ich verstehe diese technischen und theoretischen Einwände. Aber es ist doch ein Sechser am Lotto, wenn der Typ dich mit einer Stichwaffe angreift und du diesen messerführenden Arm kontrollieren kannst. Und wenn du dann währenddessen mit ihm arbeitest, klar, deine Hand frei. Ja, aber du hast auch viel Power und viel Druck nach vorne. Ja. Und ich bin auch ganz klar der Meinung, man muss ja mal eine Sache vorstellen, wenn mich jemand mit einer Waffe angreift, dann macht er das ja, weil er es vielleicht ohne Waffe sich ja gar nicht trauen würde. Mhm, okay. Ja? Wir machen das auch in so Überfallszenarios. Wenn mich einer überfällt, hat er eine Waffe dabei, das ist dann das Objekt der Dominanz. Mhm. Damit will er Druck aufbauen und will die Sache schnell abwickeln. Weil wenn ich jetzt ankomme und sage, ey Typ, gib mir deine Kohle, sonst hau ich dir auf die Fresse. Und du sagst, ich hatte heute einen scheiß Tag im Büro, komm, dann lass doch mal zeigen. Ja. Dann... Ne? Ja. Bindest du dich zu lange in deinem Vorgang? Ja, okay. Wenn du jetzt aber eine Waffe dabei hast, willst du Druck erhöhen, damit die Sache schneller abgewickelt wird. Ja, ja, okay. So, wenn wir jetzt in der Kneipe sind, wir lösen uns jetzt mal vom Raubüberfall, sondern wir sind jetzt bei Territorialdominanz. Ja. Und du sagst jetzt, dem Typ will ich auf die Schnauze hauen, der hat mich jetzt gerade angerempelt, der hat meiner Frau zu lange auf den Hintern geguckt, was auch immer. Ja? Ist so. Und jetzt aber... Na, ich weiß nicht, ob ich mich mit dem kloppen kann. Mhm. Ich nehme jetzt mal lieber eine Waffe mit dazu, um mich zu verstärken. Ja. Um die Asymmetrie auf meine Seite zu holen. Ja. So, und jetzt schnappe ich mir aber deinen Arm. Und jetzt mache ich das aber nur so halbherzig, indem ich zum Beispiel jetzt nur mit einer, jetzt hier blocke, ja, und jetzt nur mit einer Hand greife und fange jetzt an, das hier zu machen. Ja, ja. Weil jetzt beginnt in ihm ein... Ob es jetzt ein Todeskampf ist, aber jetzt geht seine Angst los. Nach dem Motto, oh fuck, ich hatte vor dem Typen schon Angst vorher. Und wenn der um sein Leben kämpft, kämpft er ganz anders. Und jetzt hat er auch noch demnächst meine Waffe. Mhm. Jetzt gleich hat er für möglich noch meine Waffe. Dann ist er mir noch mehr überlegen. What the fuck? Und dann geht der Kampf um die Waffe los. Mhm. Und deswegen ist auch das, was du gesagt hast. Es ist vollkommen klar, wenn wir hier drin hängen, hier, boomsen, ich hab dich hier. So, und ich jetzt nicht direkt schaffe, das Knie hier reinzusetzen, dass du mich mit der anderen Seite schlägst. Ja. Das wird passieren. Ja, ist ja auch nicht egal. Deshalb ist es halt auch wichtig, dass ich hier, wenn ich entweder hier bin oder hier bin, dass mein Kopf auch an deinem Körper dran ist, damit ich nicht wie, ich sag mal, Sammy die Schildkröte aus meinem Panzer gucke und krieg die Hucke voll. Ja, schön gesagt. Ja. Ey, ideal im Grunde. Das heißt also nach wie vor, die Verteidigung dagegen ist richtig scheiße. Wenn ich das mache, gehe ich auf den Arm, ich kontrolliere den Gegner und dann greife ich ihn an mit allem, was ich da noch habe. Also, boom. Ja? Und das ist genau das, was wir trainieren. Wir machen ein paar Sachen auch noch mit Schutzausrüstung und mit Druck. Vielleicht machen wir das zu Hause, vielleicht machen wir das hier noch. Aber wichtig ist einfach, unterschätzt nicht dieses Ding, einfach zu erkennen, hier ist eine Waffe im Spiel. Und ich bin gern dabei, eigentlich will der gar keinen Stress, dann ist der genervt von dir. Und dann sagt er auch, weißt du was, deswegen sage ich auch vorher nicht, ich mache Krav Maga. Ja, weil ich ihn damit auffordere, im Prinzip aufzurüsten, zu sagen, okay, wenn der so wahnsinnig toll ist, wobei Krav Maga ja nicht den besten Ruf hat, manche sagen, Kickboxen ist besser. Ja, dann sagt er, okay, dann bewaffne ich mich doch, hole ich mir einen Vorteil. Ja. Also, wir finden die Dinger richtig geil. Dom stellt die doch gleich nochmal ein bisschen vor. Aber auf jeden Fall ist es schön, richtig hart und tough mit diesen Dingern zu trainieren. Guckt einfach, dass ihr das unter realistischen Bedingungen macht. Aber seid nicht blöd und lasst euch auf nichts ein. Vor allem, wenn ein Typ eine Flasche im Arm hat. Ja, wir haben diese Flaschen entwickelt, damit letztendlich dein, aber auch euer Selbstverteidigungstraining realistischer wird. Mhm. Man kennt das, im Selbstverteidigungstraining trainiert man entweder mit den Messern, das ist sehr wichtig, kommen sehr oft vor, dass Messer halt in den Einsatz kommen. Aber dann kommt immer das Thema Stockabwehr. Ja. So, und Stockabwehr wird dann immer mit so 50, 60 Zentimeter Eskrima-Stöcken trainiert. Ja. Nichts gegen Eskrima, aber ganz ehrlich, wann komme ich in die Situation, dass ich wirklich mich gegen so einen Stock erwehren muss? Ja. So, deswegen haben wir gesagt, pass auf, damit unsere Kunden ein Gefühl dafür bekommen, dass auch, oder auch für ihre Awareness, dass auch andere Dinge eine Waffe sein können, haben wir diese Silikonflaschen entwickelt, auch aus Lebensmittel echtem Silikon. Ja, ihr habt da mal Joghurt draus gegessen. Ja, genau, wir haben Flama draus gegessen, weil wir kennen alle diese billigen Plastikmesser aus Pakistan, die immer so krass stinken. Man hat immer Angst, man kriegt irgendwann mal Krebs, wenn man damit trainiert. Und deswegen haben wir die mit lebensmittelechtem Silikon produziert und haben die so gemacht, dass man die einem über den Kopf ziehen kann. Ja. Schutzausrüstung wird natürlich empfohlen. Ja. Ja. Und wichtig ist halt, man kann dann wirklich, wie wir es auch in den anderen Videos gerade schon vorher abgezeigt haben, diese Griff, man kann wirklich zeigen, dieses Umgreifen, dass man wirklich drauf konditioniert wird, aber auch zu lernen, ist die Flasche jetzt kaputt oder ist sie noch ganz, um dann entsprechende Abwehrmechanismen zu zeigen. Und darum ging es uns. Ja, verstehe. Ja, damit das ganze Training einfach realistischer, aber auch zugleich sicherer wird. Und für alle, die jetzt sagen, kann ich ja eine PET-Flasche nehmen, tut das nicht. Es ist sehr gefährlich. Wenn man mit einer PET-Flasche 3-4 Mal zugestochen hat, wird die spitz und scharf. Ja,
dann bildet die Kanten. Habe ich schon gesehen. Genau, und eine PET-Flasche unten aufzuschneiden, um dann so einen Effekt zu haben, empfehle ich euch auch absolut nicht. Da kommen die Leute nur einmal zum Training. Genau, und außerdem, man muss ja auch überlegen, was kostet eine PET-Flasche an Pfand? Ne? Wenn ich im Training 20 Flaschen durchschnudel, dann lieber diese. Ich finde diese Dinger richtig geil. Was wir heute noch nicht so gemacht haben, und wir wollen ja niemanden animieren, deswegen hat das immer so einen Beigeschmack, wenn ihr irgendwo in einer Bar seid, das irgendwie gleich als Waffe zu benutzen, weil es ist schon eine harte Nummer. Und bei Verhältnismäßigkeit, wir kennen sozusagen den juristischen Aspekt bei Verhältnismäßigkeit, das ist ja auch subjektiv und so weiter und so fort. Asymmetrie, der Typ ist so groß, benutze ich eine Waffe oder nicht. Aber wir wollen niemanden animieren, haut damit irgendjemanden, wenn ihr irgendwie euch streitet, ist klar. Wenn ich mich damit verteidige, einfach nur nochmal die Idee, ne? Wenn ich das mache, das kann schon wirksam sein. Den muss ja jetzt nicht gerade bei Dom Krav Maga gelernt haben oder Urban Combatives. Aber wenn ich versuche, meinen Gegner damit zu überraschen, mache ich das im Grunde, wie wenn ich eigentlich der Bösewicht bin. Ne? Ich behalte das Ding irgendwie hinter mir oder ich habe es hier vorne und sage, du, ich will wirklich kein Ding, kein Stress. Und dann könnt ihr zum Beispiel boah, diese Sachen machen. Das ist Hardcore, aber wenn es erforderlich ist, benutzt die Waffe halt wie so ein Schlaginstrument oder ein Stichinstrument und holt nicht kilometerweit aus. Das ist schon richtig. Ansonsten ist es aber einfach eine gefährliche Waffe. Also achtet mal darauf, wenn ihr angepöbelt werdet und so Dinge in der Hand habt, stellt sie nicht weg. Wir danken auf jeden Fall, dass wir hier sein konnten. Das fanden wir richtig geil. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Also, schön, dass du da warst. Me, myself and I. Richtig schön. Ich komme auf jeden Fall wieder. Und gerne mal auch in Berlin machen wir ein Video. Podcast haben wir aufgenommen. Hört euch auf jeden Fall den Podcast nochmal an. Willst du nochmal zum Podcast kurz was sagen? Ja, der Podcast wird überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, auf Apple, Amazon, wo auch immer, gibt einfach ein Self-Defense Box Podcast. Und beziehungsweise ich werde in den Titel halt auch reinschreiben, Jochen von Krass Mager. Mhm. Und wenn ihr das dann nachher in eurer Lieblings-Podcast-App eingebt, werdet ihr den Podcast auf jeden Fall finden. Ja, finde ich richtig geil. Ey, gut, Leute, ein bisschen zusammenhalten in dem Sinne.